Ja, ich denke, wir fangen an. Wir machen ein Avocado-Rucola-Salat. Als erstes werde ich den Rucola hier einmal ein bisschen waschen in der Salatschleuder, damit der also wirklich auch trocken wird. So, machen wir einmal rein. Da kommt jetzt das Wasser rein, sprühen wir ein paar Mal durch. So, nachdem der Salat gewaschen ist, ich habe dann jeweils immer mit Wasser voll gemacht, hochgemacht und das Wasser wieder ausgeschüttet. Hier ist immer noch Wasser drin. Schütte ich mal auch eben aus. Und damit das jetzt richtig trocken wird, habe ich ja hier die Salatschleuder. Und das dreht man einmal so richtig fest. Und schon ist alles trocken geworden, richtig gut trocken. Und hier hat sich das Wasser aufgefangen. Das schütten wir weg und den Rucola tun wir jetzt schön in eine Schüssel rein. Ich habe schon aussortiert, das was nicht so gut war. Ja, hier ist auch noch mal eins. Das machen wir weg. So. Und stellen das dann jetzt auch erstmal an die Seite. Und fangen mit der Salatsoße an. So, als erstes kommen die Mandeln. Oder ich nehme die Walnüsse, weil meine Tochter mag nicht so gerne Mandeln. Und zwar 30 Gramm in den Mixtopf. Und das geht für ein weiter 3 Sekunden auf Stufe 5. Die Nüsse einmal umfüllen. Als nächstes kommen die Minzblätter rein. Ich gebe da auch ein bisschen Ingwer dazu. So. Und das geht jetzt weiter. So, das geht für 3 Sekunden auf Stufe 8. So, dann geben wir 80 Gramm Erdbeeren rein. Ich schneide die einmal ein bisschen kleiner. Wollte ich das erst einmal zeigen. Es ist schön klein geworden, die Minze mit dem Ingwer. So. Und 30 Gramm Olivenöl. 15 Gramm Crema Balsamico. Und 3/4 Teelöffel Salz. Ich denke, das macht man auch nach Geschmack. So wie man das am liebsten mag. Natürlich etwas Pfeffer. Ich hoffe, ihr könnt das sehen hier. So. So, ich glaube, ich habe gedacht, ihr hättet alles gesehen. Ich habe das jetzt gar nicht gemerkt. Ich habe jetzt die Kamera etwas höher gestellt. Und zwar kommen jetzt nochmal 30 Gramm Erdbeerkonfitüre rein. Und so, 30 Gramm, wie ist das hier vorne? Bisschen dreckig geworden. So, wir schließen einmal den Mixtopf und stellen das Ganze 10 Sekunden auf 10. So, den Dressing einmal aus dem Mixtopf holen. Nachher nochmal so ein bisschen abschmecken. Lass das mal hier und jetzt kommt in unsere Schüssel. Ich nehme gar nichts, ne? Ich habe ohne Tasche.
So, weiter geht's. Das war gerade meine Tochter, die wollte was wissen. Und zwar schneiden wir die Erdbeeren jetzt. So auch rein. Ich werde zwei Avocado nehmen, weil das ja ziemlich kleine Avocados sind. So. Ich nehme eine Zitrone, die presse ich jetzt aus. So, da gibt es keine Mengenangabe. Ich habe einfach hier die Zitrone ausgepresst und die kommt jetzt einmal hier schön über den Salat. Und so sieht das jetzt aus. Ich werde etwas mit etwas Pfeffer und noch ein bisschen ein bisschen Salz würzen, weil mir das vorhin hier ein bisschen wenig war. Das ist ja eine richtig gute, leckere Salatsoße und die mache ich jetzt einmal hier drauf. Und es kommen noch die Mandeln. Quatsch, es kommen noch die Walnüsse rein. Ja, so sieht mein Salat aus und ich denke, die wird auch super lecker schmecken. Machen wir doch gleich die Probe. So, mein Salat ist fertig, wie ihr gesehen habt. Ja, so eine Salatsoße habe ich noch nie gemacht, weiß nicht, wie die schmeckt. Aber ich werde sie jetzt probieren. Und Licentia Su, du wolltest ja mal eine Salatsoße haben. Ich werde jetzt für dich probieren und vielleicht kannst du dir ja dann auch nachmachen. So. Wie bin ich drauf gekommen? Es gab Avocado in Angebot und dann habe ich natürlich zugeschlagen. Und die Erdbeeren gab es auch. Also ich total erstaunt, heute Erdbeeren. Und habe die dann sofort mitgenommen. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr auch Hähnchenstreifen dazu anbraten. Und die dann natürlich auch noch oben drauf machen. Ja. Ich werde mal meine Tochter rufen, die ist nämlich auch da. Möchtest du mal probieren? Ja. Sandra? Ich komme. Ja, dann, ich bin ganz gespannt. Ich habe die Soße nur so ganz eben probiert. Also ich weiß wirklich nicht, wie es richtig schmeckt. Hallo. Dann probier mal. Ich guck mal, ob man dich da... Du musst ein bisschen weiter. Ja, so ist gut. Was ist das für eine Sonst Soße? Riecht das... Ja, was ist das für eine Soße? Das ist eine Soße. Nein, erstmal probieren und dann. Und dann sage ich dir, was das ist. Hm? Ey, gut. Sag die war. Avocado. Ja. Und? Also die Kombi, Avocado und Erdbeeren, ja, kannte ich nicht. Ich auch nicht. Mit Rucola? Mit Rucola auch nicht, aber das schmeckt und echt. Und die Soße? Eine wahnsinnig gute Soße. Also ich. Wo ich das Rezept gelesen habe, ich dachte, oh Gott, mit Erdbeer, Erdbeermarmelade, Erdbeerkonfitüre. Erdbeerensalat habe ich noch nie gegessen, nee. Aber doch, das schmeckt echt gut. Das ja, jetzt mache ich mir auch mal eine Schüssel. Mach mal. Und super. Will auch mal probieren. Ja. Zeig mal. Ja, ist mal was anderes. Mal weil was anderes. Sonst mache ich ja immer nur mit Essig und Öl und Salz und Pfeffer und das war's. Ich habe aber noch eine andere Salatsoße gefunden im Cookido und die werde ich dann auch mal machen. Die kann man in eine Flasche aufbewahren und im Kühlschrank. Dann hat man die immer parat. Die werde ich auf jeden Fall machen noch. So. Aber schmeckt auch richtig erfrischend. Jetzt vor allem jetzt bei dem warmen Wetter heute, wo die Sonne scheint. Super. Ja. Und natürlich Avocado, ne? Also. So. Oh, hab ich dir eine große Gabel gegeben. Na gut. Riecht man alles drauf. Riecht irgendwie schon so lecker. Also lohnt sich, ja. Eine Gourmet-Salatsoße. Ja.
Ich bin schon fast fertig. Richtig lecker. Mhm. Ja, wir will euch jetzt nicht mehr was voressen hier. Ich möchte mich verabschieden. Wünsche euch allen einen schönen Tag. Sollte euch mein Rezept gefallen haben, würde ich mich freuen auf Daumen hoch. Und grüße dann auch Licencia Sue einmal und hoffe, dass ihr diese Salatsoße schmecken wird. Ja, ja, stimmt. Ich würde sagen, wir sehen uns wieder beim nächsten Rezept. Tschüss und einen schönen Tag allen. Ciao.